Beziehungscoach, vielen Stellen in Deutschland. Vielleicht hört der Lockdown ja irgendwann wieder auf. Da kannst du auch persönlich bei mir Termine machen für Einzel- oder Paargespräche in der Nähe von München, in Berlin, Prenzlauer Berg und in Hamburg, in der Stadtmitte. Genau. Wenn du welche Fragen an mich hast, schreib einfach an support@liebeship.de oder bei einem Formular auf meiner Webseite. Da kann man auch solche Fragen wie diese stellen. Ich wollte nur kurz sagen, wer noch in die Paarausbildung, Paarberaterausbildung einsteigen will, die geht am 15. Februar los. Selbstliebe Challenge Advanced. Für die, die mal ja richtig was machen wollen, geht los, 1. Februar. Und der Ex-Detox-Kurs hatten wir auch lange nicht mehr. Gut, heute haben wir das zeitlose Thema Umgang mit Affären. Und ja, wenn du übrigens sagst, Mensch, so geil, Christians Videos hier. Mach die Kurse, es bringt einfach nochmal viel mehr irgendwie nach allen Erfahrungen. Und wenn du sagst, hey, ich würde einfach gerne ein bisschen Energie zurückgeben für die Videos, ist die Kanalmitgliedschaft eine super Sache, einfach auf Kanal. Da gibt es 2 Support-Mitgliedschaften. Habe ich dann auch eine Kleinigkeit von und auch eine schöne Sache. Ja, also bevor ich das jetzt vorlese, sage ich mir gleich, mir geht es da jetzt nicht um Moral. Ich finde, denke, man sollte sowas auch nicht so moralisch anhören, weil wir alle können in Scheißsituationen kommen, ehrlich. Ich versuche das jetzt mal so zu analysieren, was ich da dran verstehen kann, wie man sowas rutscht, was aber auch trotzdem die Probleme sind, weil auch wenn wir irgendwie einfach in irgendwas reinrutschen, müssen wir mit den Konsequenzen dann irgendwann klarkommen. Ne? Also das kann uns niemand abnehmen. Und diese Situation, die wir jetzt heute haben, wo jemand sich in eine Affäre begibt und es dann auch sogar erzählt und dann aber nicht weiß, was er letztlich machen soll damit, ist jetzt alles andere als ungewöhnlich oder selten und deswegen sicherlich auch interessante Mail für viele, vor allem natürlich auch für die Fragestellerin. Das ist ja klar. Gut, genau. Ansonsten erforschen wir weiter bei Liebeship hier die Möglichkeiten einer Liebeship-Dating-App. Gibt es, glaube ich, nächste Woche ein weiteres Gespräch und ja, guck, dass es mit dem Buch vorangeht. Und ich wollte ganz gern einen Hardcore-Bindungsängstler-Kurs auch irgendwann mal starten. Ich muss mal gucken, ob ich das da wirklich hinkriege. So, aber jetzt legen wir mal los. Muss ich mal sehen, dass ich die richtige E-Mail erwische hier. So. Also, hallo Christian. Meine Situation ist folgende. Ich bin seit ein paar Jahren verheiratet mit meinem Mann. Er ist auch deutlich älter, kann man glaube ich so sagen. Wir haben 2 Kinder, die jetzt auch nicht allzu alt sind, und ein Haus. Das Haus gehört mir, er ist ja aber den Satz verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also das Haus gehört mir, wir hängen beide sehr dran. Die letzten 2 Jahre war ich sehr unzufrieden. Ich war generell viel mit den Kindern alleine, fühlte mich oft alleinerziehend. Ich sah dann andere Paare mit Kindern, die alles zusammen unternahmen. Es gab relativ, ob das jetzt viel oder wenig ist, ist für jeden was anderes. Ne? Sex gab es einmal im Monat, was unser beider Schuld ist. Wir reden fast nicht, den Haushalt erledige ich zu 99% alleine. Außerdem habe ich mich noch um seinen Job gekümmert und habe selbst noch eine Vollzeitstelle. Oh mein Gott, das ist viel zu viel, das kann ich nicht. Das hält kein Mensch aus, dass du da irgendwo in Schwierigkeiten kommst, dass du da dir auch vielleicht unbewusst irgendeinen Ausweg suchst. Das ist viel zu viel. Also das sage ich immer wieder, wenn Leute in Paartherapie kommen. Das ist jetzt eine ganz klassische Situation, beide arbeiten Vollzeit, die Frau hat aber dann auch die Kinder und das ist einfach alles viel zu viel und wo ist der Spaß hier irgendwie? Ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Geld braucht ihr, aber ehrlich gesagt,
weiß ich nicht, müsste man dann wirklich gucken, wie man das anders regelt, weil meiner Ansicht nach funktioniert das nicht. Also, jetzt muss ich nochmal sagen, alle meine Aussagen, es wird natürlich immer irgendjemand geben, bei dem es super gut funktioniert, aber zwei Vollzeitjobs, zwei Kinder relativ, also wirklich jung, das ist ein Wahnsinn. Das ist auch, das hat man, das Leben soll ja genossen werden und nicht ein einziger Krampf und Kampf sein irgendwie, ne? Das, boah. Ja, also dass da irgendwas schief geht, ist vorprogrammiert. Man muss sich eine Ehe immer so vorstellen wie so ein Unternehmen, ne? Und man kann da in verschiedene Abteilungen investieren oder man kann es eben lassen so. Und ihr habt wie ganz viele Paare heutzutage vom Zeitgeist her auch investiert ihr halt in die Kinder und in die Arbeit, aber nicht in die Beziehung. Und das, was dann jetzt gleich passiert, passiert dann halt, ne? Nicht, dass es jetzt so passieren müsste unbedingt natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit steigt auf jeden Fall so. Er machte sein Hobby zum Beruf. Ja, ist schön für ihn, aber wo ist dein Spaß? Das muss man natürlich schon fragen, ne? Wir haben auch ein gemeinsames Hobby für dich, für das ich aber keine Zeit mehr habe. Also, so wie du es schreibst, ist natürlich jetzt deine Sichtweise, könnte man jetzt denken, ja, er hat ein schönes Leben, du arbeitest ihm schön zu, du fällst hinten runter. So, was aber auch, müssen wir jetzt nicht irgendjemand die Schuld geben, du machst es ja auch mit so, ne? Ich wünsche mir mehr Glück und Freude, mehr Liebe, mehr Zeit in einen Mann, der auch als Papa für meine Kinder da ist. Ja, wie du das jetzt schon schreibst, ich meine, er ist der Vater, ob dir das jetzt passt oder nicht, das ist der Vater deiner Kinder. Also, und das ist auch nicht nur der Vater deiner Kinder, das ist auch der Vater eurer Kinder. Also, ich weiß, dass du jetzt frustriert bist. Aber du kannst dir keinen anderen Mann als Vater suchen, weil es gibt, das ist der Vater irgendwie, ne? So, ich fand so einen Mann, ja, also gut, du wirst sicherlich Schwierigkeiten haben, Mann als Vater zu finden, sage ich mal gleich so, ne? Weil es gibt ja schon einen Vater. Ich fand so einen Mann und begann eine Affäre. Eigentlich sollte es nur Sex sein. Ja, an der Stelle sage ich immer, also erstmal muss ich wieder sagen, keine Dreiecke! Ja, okay, das schert ja niemand. Ist auch. Aber wie gesagt, ich kann verstehen. Es geht ja auch immer darum, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mal verstanden fühlt, dass man sowas reinrutscht. Es ist trotzdem eine Entscheidung von dir gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Es passiert nicht einfach so, es ist eine Entscheidung. Und da frage ich mich auch oft wieder, wo findet man dann so einen Mann? Ich hoffe jetzt nicht auf so einen auf Tinder oder irgendwie sowas. Weil Männer, die jetzt bereit sind, in sowas reinzugehen, das ist immer das Problem, ne? Die bereit sind, in eine bestehende Ehe reinzugehen, haben die jetzt so den idealen Charakter für eine neue Beziehung irgendwie? Auch so eine Frage, ne? Aber gut, natürlich kann man immer jemand Neues treffen. Das Zweite, was ich hier immer wieder sagen muss, man kann nicht einfach Sex mit jemand haben, ist für die meisten Menschen, es mag so heute geben, für die das anders ist, ist es nicht. Du kannst nicht einfach Sex haben. Es hat immer Konsequenzen. Ne? Es hat immer Konsequenzen und oft eben auch eben so emotionalen Konsequenzen, die wir jetzt ja auch haben. Aber gut. Er ist Single und wenn ich das so richtig sehe, hat er auch Kinder, um die er sich viel kümmert. Ah ja, gut. Dann verstehe ich so ein bisschen mehr den Sinn jetzt mit dem Vater. Also es ist trotzdem, ist es nicht und wird es nie der Vater deiner Kinder. So, er wäre ein guter Vater oder ist er ein, ja, nochmal, ich sag's gerne nochmal, er ist nicht der Vater deiner Kinder. Das hört sich jetzt vielleicht schulmeisterlich an, aber also glaub mir. Kinder wissen schon, wer der Vater ist und es bleibt immer der Vater. Also. Und ist ein sehr guter Liebhaber. Ja, schön, schön für dich, aber es ist eine fucking Affäre. Also, und wie der Sex außerhalb einer Affäre ist, muss ich ja bekanntlich um nichts kümmern muss, keinen Alltag hat, die wahrscheinlich jetzt auch noch nicht ewig besteht. Das weißt du nicht. Weil Affären leben halt zu 80, 90% von dieser ganzen Heimlichkeit und diesem ganzen Drama
was da drumherum ist. Und ich habe es so oft erlebt, dass wenn die Affäre zur Hauptbeziehung wird, dass alles auseinanderfliegt in 0, nix. Auch das wird mir jemand wieder schreiben, ja, bei uns ist es aber anders gewesen. Ja, ne, natürlich kann das alles gut gehen. Ich sag's nur. Ne? So, er liebt mich und ich liebe ihn. Ja gut, ich will jetzt, meine, wir sollten uns alle viel mehr lieben und ich will da, aber nochmal, ist es Liebe oder ist es Hormonrausch? Weil mir jetzt der nächste Satz fängt mit 3 Monate an. Also nach 3 Monaten jetzt zu denken, man liebt jemand, wenn man Tag aus, Tag ein heißen Sex hat. Ja, aber wie nachhaltig ist das? Wie nachhaltig ist Pizza und Pommes? Ich weiß, ich rede immer wie so ein Benediktiner-Klostermönch irgendwie, aber wie nachhaltig ist Pizza und Pommes? Es kann natürlich sein, dass sich da noch eine Zucchini und Gemüse hinter verbirgt. Also wie gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, weil das ist der tollste Partner der Welt. Aber wie gesagt, es ist eine wackelige Entscheidungsbasis. Nach 3 Monaten fühlte ich mich bedrängt, handeln zu müssen, vermute jetzt mal von der Affäre, mich zu entscheiden. Finde ich gut von deiner Affäre, weil irgendjemand sollte dann mal wirklich sagen, hey, so geht's nicht weiter, wir haben hier ein fucking Dreieck, das muss beendet werden. Ne? Ich redete mit meinem Mann, ich beendete quasi meine Ehe und erzählte, dass ich eine Affäre habe. Ja, also offensichtlich hast du dich, oder ich frag dich mal, hast du dich entliebt? In der Ehe, viele Frauen entlieben sich innerhalb einer Beziehung. Und wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann ist wirklich die Frage, ob der Ofen nicht einfach aus ist bei euch, ne, bei eurer Ehe. Und auch wenn du, ich finde 3 Monate, also wie gesagt, ich kann verstehen, dass man so eine Affäre reinrutscht. Ich kann sowieso alles verstehen, das ist immer mein Problem. Verstehen kann man alles, aber 3 Monate ist auch echt eine lange Zeit, das nicht zu sagen. Ich meine, ich finde es gut, dass du es überhaupt gesagt hast, aber. Es wird wirklich mit jedem Monat schlimmer und konfuser und schmerzhafter und macht mehr kaputt und ich weiß. So, aber gut, immerhin hast du mit ihm geredet. Mein Mann weinte und ich weinte. Er ist, dein Mann hätte meine Videos gucken sollen. Nicht, weil ich kann verstehen, dass man da weint, aber ist nicht die beste Reaktion. Er hätte sagen sollen. Was? Fucking Dreieck? No way, nicht mit mir. Krieg deinen Scheiß, also jetzt als, nicht, dass es scheiße ist, aber krieg deinen Kram auf die Reihe und dann können wir mal weiterreden. Bis dahin gehe ich erstmal in meinen Golfurlaub und weiß ich nicht. Das wäre eine Reaktion gewesen, weil offensichtlich liebst du deinen Mann nicht mehr so richtig? Oder ich frage es dich nochmal, liebst du deinen Mann noch richtig? Und dann, wenn du ihn nicht mehr liebst, wäre die Frage gleich die nächste Frage. Hast du noch Respekt vor ihm? Ist er in seiner Polarität? Aber lass mal das Polaritätsthema heute mal weg. Aber hast du noch Respekt vor ihm? Weil eine Frau, die ihren Mann nicht respektiert, kann ihn nicht lieben. Muss auch nicht in Polarität zu tun haben. Es kann auch sein, dass er offensichtlich dich einfach nicht mehr richtig gedatet hat, hat dich nicht gesehen, hat deine Bedürfnisse nicht gesehen. Das kann dann ja auch leicht zum Entlieben führen. So, ne? Aber wie gesagt, das als in so einer Situation jetzt so viel zu weinen und das zu machen, was er jetzt gleich macht, ist nicht optimal und verlängert die Probleme tatsächlich. Weil eine Frau zwischen zwei Männern entscheidet sich in aller Regel für den Stärkeren. Können wieder alle schreiben, nein, sind nicht mehr im Mittelalter und es ist alles gar nicht so und heute ist alles ganz anders. Meine Erfahrung ist es nicht. So, das heißt, wenn der Mann sich hier als eher schwach darstellt, spielt das nicht in seine Karten auf jeden Fall, so, ne? Sondern in die Karten deiner Affäre. So. Gut, ja. So, mein Mann weinte und weinte und wir redeten und er versprach, sich Mühe zu geben. Er liebt mich und ich konnte nicht gehen. Ich kann mein altes Leben nicht verlassen. Ich will die Kinder nicht aus ihrem Haus reißen. Ich möchte meinem Mann das nicht antun. Ich würde so viel zerstören. Ja, deswegen, um solche Situationen zu vermeiden, sage ich immer wieder, aber ich weiß, es hat überhaupt keinerlei Wirkung in der Welt, muss ich mit leben. Keine Dreiecke, weil.
man sitzt da vorm riesen Scherbenhaufen und also bei einer Affäre ist immer die Frage, kannst du auch mal in anderen Affärenvideos mal gucken, was will man zerstören? Nicht nur was, also man kann jetzt tausend Gründe finden, warum du das machst. Ich kann dich auch echt irgendwo verstehen, ne? Muss ich ganz klar sagen. Du bist total frustriert, du hast wirklich ein total ätzendes Leben und dann denkt man sich, ich will jetzt mal einmal Spaß haben, ich habe jetzt mal ein Recht darauf, auch mal Spaß zu haben, mach dann sowas. Nur jetzt sitzt du in so einer total blöden Situation, wo zwei Sachen total an dir zerren. Auf der einen Seite zerrt deine Verliebtheit und der gute Sex, auf der anderen Seite zerrt dein Mann und willst bei den Kindern bleiben und genau. So. Naja, und die Frage ist immer, wenn man sich in so eine Affäre reinbegibt, was will man zerstören? Worauf will man irgendwas, will man irgendwelche Ketten zerstören, die man da sind oder die meint, dass man meint, dass sie da sind? Und legt dann quasi eine Bombe an die Beziehung und weiß, okay, also dass diese Ketten werden zersprengt werden. Nur leider geht damit auch viel Gutes kaputt. So, das ist immer das Problem so, ne? Naja. Also beende dich die Affäre und brach den Kontakt komplett ab. Okay, das wäre jetzt übrigens ein guter Punkt für Paartherapie, muss man ganz klar sagen. Dass, also wenn du nicht komplett entliebt bist, würde ich auch für euch auf jeden Fall eine Paartherapie empfehlen. Er bot mir alles Mögliche an. Ja, also dein Mann agiert hier, ich kann es verstehen, viele Männer würden so agieren. Es ist nicht der beste Weg, aber nicht, du hast, dein Mann hat mir nicht geschrieben, du hast mir geschrieben. Er reagiert nicht in seiner Kraft hier. Und das macht es für dich wiederum schwierig, zurückzugehen zu ihm. So, ne? Aber es ist nicht, muss man auch ganz klar sagen, es ist nicht, also ihr habt einen gemeinsamen, bei Affäre muss man ja sagen, ihr habt einen gemeinsamen Paarprozess. Da seid ihr natürlich beide für verantwortlich irgendwo. Trotzdem ist es deine Entscheidung gewesen, fremd zu gehen. So, ne? Es hat jetzt, also jetzt nicht die Schuld deines Mannes, dass du fremd gehst. So, ne? Das ist deine Entscheidung. Was wäre die eine andere Lösung gewesen? Wie gesagt, ich kann es total verstehen. Ich verurteile ja auch niemanden. Alles gut. Aber was, nur mal, lass mal überlegen, was wäre eine andere Lösung gewesen? Es wäre erst zu deinem Mann zu gehen und zu sagen, so, ich bin jetzt soweit, ich suche mir jetzt, ich möchte mir jetzt gerne jemand anders suchen für Sex und für Spaß und für eine Liebschaft. Das ist mir einfach, es tut mir nicht gut, die Ehe, macht mir keinen Spaß, ich wollte dich nur mal ins Boot holen, weil dann hätte dein Mann auch eine Chance gehabt, früher zu reagieren. Wäre es vielleicht anders ausgegangen, weiß man nicht. Aber es wäre einfach ein ganz anderes Spiel gewesen und dein Mann hätte auch mitspielen können, was jetzt kann er nur sozusagen. Ja, muss er das nehmen, was er jetzt hat, so, ne? Aber gut, ich weiß, das Leben ist nie perfekt, wir alle machen tausend Fehler und wenn jetzt nicht, haben wir zumindest früher tausend Fehler gemacht. Und ja, also Kopf hoch und guck, wie jetzt der Weg weitergeht, ne? So. Er wollte mich unbedingt, ich wollte das alles nicht und er leidet sehr drunter. Es ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich Schluss gemacht habe. Ich vermisse ihn, ich vermute jetzt mal die Affäre und vermisse unseren wunderbaren Sex. Ja, wie gesagt, Sex ist eine tolle Sache, aber wie wir ja wissen aus toxischen Beziehungen, wird Sex eben auch aufgeladen durch Angst, durch Nicht-Commitment, durch alle möglichen Probleme, die es darum gibt und on, off und Drama und ob der Sex immer noch so gut wäre, wenn ihr jetzt eine total normale Beziehung hättet und du hast noch die ganzen Probleme einer zerbrochenen Familie, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, aber ich würde mal denken, es ist nicht automatisch gesagt, dass er dann immer noch genauso gut ist und wie lange das geht, ne? Aber gut, es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Du bist frei, hier dieses Lebensspiel zu spielen, wie du es spielen möchtest. Ne? Das ist mal ganz klar. Man muss halt nur immer, wenn man seine Spielfiguren setzt, muss man halt akzeptieren, dass ja, ist dann natürlich irgendwas passiert im Spiel und muss dann mit den Konsequenzen wieder umgehen. Ne? So ist das halt. Gut. So. Ja. Mein Mann bemüht sich wirklich, er bemüht sich viel zu sehr, aber wie gesagt, dein Mann hat nicht geschrieben, ja. Er hilft im Haushalt, spielt jetzt mit den Kindern, wir haben fast jeden Abend Sex. Das hört sich eigentlich gut an. Wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall Paartherapie hier empfehlen, aber der Sex ist nicht annähernd das, was ich mit der Affäre hatte.
Ich habe so große Sehnsucht, aber ich denke, es wird mit der Zeit besser. Ich habe sehr starke Gefühlsschwankungen. Es fühlt sich an wie zwei Persönlichkeiten, die sich abwechseln. Ja, du hast Liebeskummer, ne? Ich meine, es ist klar, es ist normal und also es ist deine Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Auch ich nicht, das kann ich dir schon gleich sagen. Ich kann nur sagen, wenn du das, also wenn du jetzt mit der Ehe weitermachen möchtest, dann musst du wie alle Leute im Liebeskummer auf kompletten Nullkontakt gehen und dann kannst du diese Verliebtheitsgefühle kannst du begraben. Das geht. Ich weiß nicht, ob du es willst, aber du kannst es. Das geht. Also mit den gleichen Tools, mit Bänder trennen, Modul 0, Nullkontakt, all die ganzen Sachen. Ne? Das ist deine Entscheidung, kann dir keiner abnehmen. Eine Zeit lang leide ich, möchte meine Affäre kontaktieren und ein Leben mit ihm aufbauen. Es geht so weit, dass ich Gedanken habe, mich von meinem Mann zu trennen. Michael, und dann wechselt es wieder und ich denke, dass ich richtig entschieden habe, dass ich einfach zu viele Erwartungen hatte, dass eine Erfahrung war und es mit der Zeit besser wird. Ich muss eben geduldig sein und dann wünsche ich mir eben doch wieder diesen tollen Liebhaber, der alles für mich getan hat und tun würde. Das weißt du nicht. Außerdem tut dein Mann auch alles für dich. Du bist einfach in einen Menschen verliebt und in den anderen nicht mehr. So, ne? Ja, aber gut, vielleicht wird auch deine Affäre vieles für dich tun. Also, du, wer soll, also ganz ehrlich, es ist deine Entscheidung und manchmal, also deine, weiß nicht, irgendwo hast du dich da so rein manövriert. Vielleicht, wie alle, in allen schwierigen Situationen im Leben, sollen wir irgendwas lernen. Hier geht es vielleicht darum, wirklich eine klare Entscheidung für dich zu treffen und ja, vielleicht musst du auch, also auch du vor Ort damit jemand mal reden, wenn es dich so quält. Irgendwie auf jeden Fall würde ich dir auch empfehlen. Vielleicht, was es da für Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht, von wo du geschrieben hast. Aber es gibt ja, kann man ja auch nochmal Beratung stellen, Therapeuten, mit einem Hausarzt mal reden, was weiß ich. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ja. Letztlich ist es deine Entscheidung so. Ne? Ob es funktionieren würde, weiß ich nicht, aber ob es mit meinem Mann so bleibt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, wenn du guck mal in den Spiegel und frag dich, ob du noch Gefühle hast für deinen Mann. Also wenn die nicht mehr da sind, ein Feuer, was tot ist, ist ein bisschen oft schwierig, das wieder anzufachen. Das kann ich auch aus so Paartherapiesituationen sagen. Aber ich würde euch wirklich raten, mal eine gute Paartherapie zu gehen. So, ja. Es kommt mir so vor, als hätte ich viele unlösbare Probleme. Ja, ist ein guter Satz, weil sie sind lösbar, denke ich. Und wie isst man einen Elefanten? Bissen um Bissen, ne? Das ist, auch wenn es ein Elefant ist, irgendwann ist er aufgegessen. Sorry für die Vegetarier. Also, ein Schritt nach dem anderen, ne? Und ich würde mir Hilfe holen, tatsächlich hier. Ich möchte gerne an mir arbeiten, an meiner Persönlichkeit oder an meiner Selbstliebe. Ich bin davon überzeugt, dass der Kontaktabbruch richtig war, aber meine Gefühle quälen mich. Also, wenn du all die Tools machst, beziehungsweise auch dann vielleicht mit jemand vor Ort, so, also die Tools machst, die man bei einem Liebeskummer empfiehlt oder auch die ich empfehle, wird es aufhören. Das ist eine Frage der Zeit. Du musst dir natürlich von diesem Podest, wenn du dich die ganze Zeit sagst, ist die geilste Droge der Welt, ist der geilste Kokainrausch der Welt, dieser Mann, und ich will das unbedingt wieder haben. Sorry, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ironisch bin. Dann wird der Liebeskummer natürlich nicht aufhören, so, ne? Aber letzten Endes ist es auch nur Sex. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das für dich ist. Also, wenn du sagst, boah, ey, es ist wirklich, also, wir werden hier nicht. Wir kriegen keine Note für unser Leben. Weißt du, verstehst du, wenn du sagst, ey, das ist mein Leben und ich will jetzt partout mit diesem Mann irgendwie in Beziehung leben, ey, dann darfst du das. Das ist deine Entscheidung. So, ne? Du musst halt nur mit den Konsequenzen leben, aber du kriegst keine schlechtere Note deswegen, so für dein Leben. So, ne? Da bin ich wirklich zutiefst überzeugt von. Also, es ist wirklich, mach das mit so viel Umsicht und
Empathie für die Menschen um dich herum, was letzten Endes für deine Seele das Richtige ist. So, ne? Erstmal muss man sich immer die Sauerstoffmaske aufsetzen, ne? Im Flugzeug, wenn es abstürzt. Und dann natürlich auch gerne den anderen die Sauerstoffmaske reichen, aber es bringt nichts, wenn du kreuzunglücklich bist. Ne? Ob jetzt dieser Partner nur ein, was ich oft sage in der Paartherapie, ein Botschafter ist, der dir sagt, hey, so geht's nicht weiter. Oder wirklich, ich bin immer sehr skeptisch, ob aus solchen Sachen wirklich stabile neue Beziehungen entstehen oder ob er einfach nur sozusagen jemand ist, der dir hilft, einen Spiegel für deine Ehe vorzuhalten und der vielleicht dann kommst du irgendwann mit jemand Drittes zusammen. Das weiß ich nicht. Also diese Affären, wenn man so völlig auf Minus ist in so einer Ehe, und das bist du bestimmt, und dann kommt so eine Affäre, das ist wie so ein Strohfeuer. Es lodert hell und also machen Menschen die verrücktesten Sachen in diesen Phasen, ob Mann, ob Frau, wirklich die allerverrücktesten Sachen erlebt. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es verrückt wäre, mit dem eine Beziehung zu führen, aber ich wollte nur sagen, das vernebelt einem natürlich komplett die Birne so, ne? Ein schlechtes Gewissen und Liebeskummer habe ich. Bitte um Ratschläge und Impulse. Ich habe auch mehr Zeit für mich genommen. Das ist auf jeden Fall gut. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Zusatz. Einen Moment. Wo ist das? Ich würde gerne noch hinzufügen, meine Affäre schrieb mir heute nochmal, das ist kein Nullkontakt. So wird das nicht besser mit dem Liebeskummer. Das sage ich dir ganz klar. Wenn du da weiter mit ihm Kontakt hast, keine Chance, dass es besser wird. Er möchte eine Zukunft mit mir und meinen Kindern aufbauen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kann da nichts zu sagen, ob das Bestand hat oder nicht. Er liebt mich. Na, gut. Wie gesagt, gegen Liebe ist nichts anzuwenden, aber ist es Liebe oder ist es Hormonrausch? Ich muss mich nur für ihn entscheiden. Auf jeden Fall würde ich auch auf dein Bauchgefühl hören, auch wenn das gerade wahrscheinlich ein bisschen untergeht. Ich möchte gerne eine große Sehnsucht. Er gibt mir vieles, das ich in meiner Ehe nicht bekomme. Ja, aber es wird auch Sachen geben, die er dir nicht geben kann. Also, wie soll ich mal sagen, du kannst nur einmal im Leben eine heile Ehe haben mit deinen Kindern. Also natürlich kannst du wieder eine neue, heile Beziehung oder Ehe haben, aber nicht mit dem Vater deiner Kinder. Also, ja, ich meine, es wird auch irgendwas geben, was du nicht mehr hast dann, ne? Ich habe nur so viele Ängste, Ängste, meinen Mann zu verletzen, zu gehen, mein Leben zurückzulassen, mein Haus. Ja, total verständlich, es ist einfach eine richtig blöde Situation, die ist wirklich furchtbar, ja. Und trotzdem. Also kannst dich auch entscheiden, keine Entscheidung zu treffen, aber das ist meiner Ansicht nach die schlechteste Variante. So. Also wie fährt man ein Auto aus dem Schnee frei? Man fährt nach vorne, man fährt zurück, man fährt nach vorne, man fährt zurück. So, ne? Jetzt bist du in die eine Richtung gefahren. Okay, ich gehe zurück zu meinem Mann. Jetzt könntest du dich, aber das ist nicht mein Rat. Ich will nur sagen, was könntest du sagen? Jetzt fahre ich das Auto in die andere Richtung. Das könnte sein, ja, jetzt trennen wir uns erstmal. Wie das dann geht mit eurem, keine Ahnung, ich meine, das ist dein Haus, ich weiß es nicht. Wir trennen uns erstmal, ich muss erstmal das andere leben. Dann stellst du vielleicht fest, ist doch nicht so cool und gehst dann mit dem anderen, vielleicht fährst du dann wieder in die andere Richtung, ich weiß es nicht, aber gibt es leider jetzt, deswegen wäre wirklich eine Paartherapie für euch oder, glaube ich, persönlicher Kontakt vor Ort wirklich gut, weil es ist echt schwierig und man, letztlich musst du es probieren, aber oft ist es tatsächlich gut, eine Entscheidung zu treffen und dann mal zu gucken, ob sie richtig war und nicht keine Entscheidung zu treffen. So, ne? Ich habe Angst, dass es nicht funktioniert und dann habe ich alles verloren. Naja, also irgendwas gewinnt man immer. Ich sehne mich einfach nach seiner Liebe und nach dem Sex. Also es hört sich nicht nachhaltig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hört sich nicht nachhaltig an. Es hört sich an nach Flucht ein bisschen auch aus deinem Leben, was ich wie gesagt verstehen kann. Nach einer riesen Hormondecke, die du gern über dein bisheriges Leben decken möchtest. Und ja, fleißige Zuschauer meines Kanals wissen natürlich, dass das
häufig nicht gut ausgeht. Das heißt also nicht gut ausgeht, also dass es häufig nicht so ausgeht, wie man denkt, sag ich mal so. Es muss ja nicht unbedingt deswegen schlecht sein. Also vielleicht trennst du dich jetzt und gehst zu dem Neuen und stellst einfach fest, ist es auch nicht und sagst dann aber, nee, war trotzdem richtig zu gehen. Aber ganz ehrlich, also ich kann dir nur so Optionen aufzeigen, aber entscheiden musst du es. Also wer soll dir das abnehmen, ne? Echt. So einen Sex kann mir mein Mann nicht geben. Ja, das könnte gut sein, aber das wäre auch vielleicht, also dein Mann könnte dir auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit geben, macht er aber ja jetzt. Aber ja. Ja, das kann er dir schon mal nicht geben. So, ne? Ja. Jetzt könnte man sagen, man kann nicht alles haben in einer Beziehung, was ist natürlich auch ein limitierender Glaubenssatz. Man kann vielleicht schon eine Beziehung mit allem Möglichen haben, aber also man kann nicht gleichzeitig eine toxische Beziehung haben und eine gesunde. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, wobei ich jetzt nicht automatisch sagen will, dass diese Affäre toxisch ist, weil er ist ja offensichtlich, hat er mich belogen oder ich weiß nicht was. Aber also du kannst nicht so ein, also es ist ein bisschen unfair, deine Ehe jetzt mit so einem 3 Monats-Hormonrausch zu vergleichen. Das muss ich schon ganz klar sagen. So, ne? Also wenn du, wie gesagt, deiner Ehe eine Chance geben willst, dann musst du mal für, weiß ich nicht, 3 bis 6 Monate auf null Kontakt gehen und dann nochmal neu evaluieren, wenn du dann immer noch denkst, der geilste Snickers im Automaten da, dein Typ. Ja, aber so gibst du deiner Ehe keine Chance, ne? Wenn ihr weiter Kontakt habt und er kann sich weiter so zu, ich hätte jetzt fast gesagt, zusitzen, aber das ist ja wirklich ehrlich gemeint. Sorry, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich sowas lese. Aber also nicht, dass er jetzt dir irgendwas vormacht. Ich glaube, bin überzeugt, dass er das genauso fühlt. Aber wie nachhaltig das ist, weiß man halt nicht, ne? Auch er nicht. Und also, aber so gibt's, ja. Aber wenn du dir das weiter reinziehst, was er dir schreibt, dann wirst du da die Gedanken immer bei ihm bleiben. So. Und dann wird es auch schwierig werden mit der Paartherapie, so, ne? Weil du dann immer mit den Gedanken da bist. Ne? Ich habe den Gedanken, dass der Altersunterschied zwischen mir und meinem Mann doch problematisch ist. Ja, also der Altersunterschied ist recht groß. Altersunterschied ist einer der kleinsten Risikofaktoren, muss man ehrlich sagen. Es gibt so viele Beziehungen. Gibt übrigens ein super cooles Buch von Nick Hornby über Altersunterschied, dass die Frau viel älter ist. Ein ganz tolles Buch. Ich weiß mal nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich sein neuestes. Richtig cool. Also ich will mal sagen, wenn er dich richtig gedatet hätte, er hätte dich beachtet, er wäre in seiner Polarität, würden die 20 Jahre, glaube ich, viel weniger ausmachen, sage ich mal so. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt feststellst und sagst, hey, weiß ich nicht, ist es einfach nicht, ich hätte gerne einen jüngeren Partner, es ist dein verdammtes, was heißt Recht, also du darfst es wollen, wie gesagt, du bekommst keine Zensur dafür. Aber entscheide, also wie gesagt, das einzige Rat, den ich dir geben kann, entscheide irgendwas und dann ziehst aber auch wirklich durch, weil hier machst du wirklich so einen Mischmasch. Wenn du sagst, ich versuche jetzt die Ehe zu retten, dann geh zur Paartherapie, dann geh auf fucking null Kontakt irgendwie und mach nicht sowas, dass du mit dem weiter chattest. Oder mach halt irgendwas anderes, aber halte dich nicht in dieser Mittelposition, ne? Ich bin im Gefühlskasus, die Vernunft sagt, bleib in deiner Ehe, aber ich habe eben Sehnsucht. Ja, das wäre auch mal eine spannende Aufgabe. Könnt ihr auch mal, wenn du da irgendwo in der Beratung bist oder Therapie oder ich weiß nicht, was du da vielleicht mal machst, könnte man ja sowas mal aufstellen. Ne? Was wäre nämlich auch eine schöne Aufgabe, ne? So eine Teilearbeit, wie man das nennt. Da gibt es ja dieses von Schulz, von Thun, inneres Team, was sagen die verschiedenen Anteile, wie kann man die miteinander Interaktionen bringen, das wäre, glaube ich, eine super spannende, aber das würde jetzt diesen Rahmen der E-Mail total sprengen. Super spannende Aufgabe, wo vielleicht diese widerstreitenden Teile in dir besser vereint werden könnten und vielleicht dann neue Lösungen sich zeigen, die man jetzt gar nicht sieht, ne? Vielleicht wird ja auch irgendwann eine funktionierende Dreierbeziehung oder der Mann sagt, ja, dann hole ich auch da den Sex, aber gut, das hört sich jetzt überhaupt nicht nach so einem Szenario an, wo das irgendjemand will, so. Aber nur mal sagen, ich will nur sagen, vielleicht gibt es ja noch Lösungen, an die wir jetzt gar nicht denken sollen. In diesem Sinne, oh, ist das lang geworden, aber wir werden es mal wiedersehen.